Rose fröhlich, echter Patientenfall. Fragestellung: Banane, hat die mehr Zucker als anderes Obst? Ihr Lieben, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Praxis. Und ich hatte eine Patientin in der Praxis, die, oder auch Patienten, das kommt ja immer wieder vor, die sozusagen die Fragestellung hatten, ob die Banane jetzt tatsächlich schlimmer ist, mehr Zucker enthält als alle anderen Obstsorten. Man muss dazu sagen, dass es auf die Menge drauf ankommt. Eine Banane per se, zum Beispiel gegenüber einer Orange, ist der Zuckeranteil ungefähr ähnlich. Also man hat 10 Gramm Kohlenhydrate in der Orange und ungefähr, je nach Größe und Länge natürlich einer Banane, wenn die Banane ungefähr so eine Handlänge hat, oder einige kennen das auch mit Stiftlänge, dann habe ich ungefähr diese 10 Gramm Kohlenhydrate, weil man ja Schale und das abmacht und das, was übrig bleibt, ist ja etwas weniger. Und es ist nicht so, dass die Banane oder Weintrauben irgendwie einen höheren Zuckeranteil hätten als jetzt Obst selber. Auch Erdbeeren, Brombeeren, Himbeeren, all diese ganzen Mythen, die es gibt. Wenn ich eine Handvoll Obst habe, könnt ihr euch vorstellen, sind es ungefähr immer 4 Würfelzucker und es sind circa ungefähr 10 Gramm Kohlenhydrate. Das heißt, eine Banane, eine Orange oder ein Apfel oder eine Birne ist immer eine Portion und man hat im Durchschnitt 10 Gramm Kohlenhydrate. Da die ja auch alle Ballaststoffe haben, ist es also nicht so, dass die Banane irgendwie mehr Zucker hätte. Manchmal ist sie süßlicher vielleicht im Eigengeschmack, das kennen wir ja, aber auch da wird nicht mehr unterschieden mit dem Zuckeranteil. Daher könnt ihr gerne, ne, wer gerne mag, Banane essen, Orange, was auch immer euch bewegt. So ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Obstessen. Schreibt mir in die Kommentare nochmal, was ihr so für Fragen habt, was vielleicht ihr gerne wissen wollt. Ansonsten vielen lieben Dank für den Content, fürs Zuhören und habt einen schönen Tag, ihr Lieben.